So, Mission erfolgreich. Perfekt. Vielleicht diesmal sogar mit A-Rang. Mit etwas Glück. Na? Ja? Yes! Wunderschönes A-Rang. Und ein Herzteil. Und wir haben einen weiteren Topf bekommen. Jetzt, wo das gerade angesprochen wird, das Majora's Mask Remake. Ich freue mich da so riesig drauf. Oh, es war knapp. Ein Herz wäre ich jetzt verkackt. Also ich hoffe mal, das Majora's Mask Remake wird richtig geil. Hyrule Warriors ist ja schon so richtig geil und dann... Oh! Gibt's eine Fackel zu holen. So, ich wollte aber hier jetzt. Plopp. Da gibt's ein Kostüm mit Lana. Muss noch Lana nehmen. Von daher. Ist wahrscheinlich aber eine längere Mission, ne? Portal oder Star? Machen wir so, ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Ihr dürft dann einfach per Strawball abstimmen, ob ihr gleich das Portal oder den Stab sehen wollt. Gut, dann also bis gleich.
So. Nachdem jetzt auch wirklich Werbung kam. Wollen wir jetzt mal weitermachen? Und ihr habt für das Portal gestimmt. Von daher stärke ich erstmal das Portal. So, und zwar das Seelenportal. Packen wir noch mal ein paar Sachen rein. Zum Beispiel den starken Angriff plus. Und was haben wir noch? Combo 3 plus. Und Combo 5 plus. Und Sockelbonus. Joa. Noch was Interessantes. Den Sternbonus schon drin? Nee, dann kann der auch gerne rein. So. Dann spielen wir heute mal mit Portalen. Und gucken mal. Charakterprofil Ware Mittner. Die Prinzessin der Schatten rettete gemeinsam mit dem Helden sowohl die Welt des Lichts als auch der Schatten. Nachdem der Kampf gewonnen war und der auf ihr liegende Fluch gebrochen war, erhielt Mittner ihre wahre Gestalt zurück. Als Mitglied der Königsfamilie des Schattenreichs besitzt sie unvorstellbare Kräfte. Ihr Spiegel stärkt ihre Macht noch weiter, sodass sie nicht länger auf die Macht des Schattenkristalls angewiesen ist, um ihre Feinde des Fürchten zu lernen. Na dann. Schönes Portal. Was, die Feen werden von Pyroma gejagt? Ich muss die Feenjäger besiegen. Okay. Na dann. Und einmal aufsteigen, auf. Dingens. Oh, neutrale Truppen. Holen wir uns mal den Gipto als Verbündeten. Also heute habe ich das Portal noch nicht benutzt, nee. Hallo. Jo, ich habe neue Truppen. Perfekt. Ich habe gerade ein paar Zombies dazu überredet, mich zu kämpfen. Klingt gut. So, dafür hat sich aber das jetzt wieder so ein bisschen regeneriert. Da-da-da-da-da-da-da-da. So, das eingenommen. Hallo, mein lieber Exalfos. Moment. Oh, nee. Moment, ich muss ihn ja noch abfangen. Da war ja was. Ich muss den Feentypen einfangen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich habe jetzt ein paar Gipfels, die für mich kämpfen. Da, Feenjäger. Weder haut mir jetzt ab, während ich dahin komme. Nein, du bist kein Feenjäger. Ah, Vorpostenhauptmann. Stop it. Sinn. Da. Wenigstens kann Helder nicht viel aus. So, Federdunkelheit gerettet. Mann, holen wir uns mal. Moment. Doch, da komme ich durch. Da gibt es ein. Moment, habe ich nicht eben eine Federdunkelheit gerettet? Habe ich die Feder liegen gelassen? Ja, habe ich. Dam, die dam, die dam. Jetzt habe ich die Fee. Gipto wurde vertrieben. Och, Gipto, was tust du da für Sachen? Irgendwie hat Dodongo nicht viel angegriffen. So, dann hauen wir mal die beiden Exalfos hier weg. Oder
noch nicht, weil einer noch überlebt hat. Argo hat verdammt viel Schaden gemacht. Huch. Meine ganzen Gyptos hauen ab. Ey, bin ich grad blöd? Ach, da ist der Weg. So. Los, Agorok. Grill hier einfach mal alles mal eben so. Da habe ich schon ein paar neue Truppen bekommen und dann sterben die mir gerade alle weg. Das Special Move im ganzen Spiel. Er ist ein bisschen eigen auf jeden Fall. So, nächster Feenjäger. Schnappen wir uns den auch mal. Noch mehr fliehen. Magie-Spezialist wurde gesehen. Besiegen den Magie-Spezialisten. Na gut. Mit. Ich habe einfach gedacht, ich habe die Fee einfach automatisch, wenn ich sie da so rette. Aber das Spiel meinte nö. Oh, habe ich ja nochmal motivierte Mitkämpfer. So, machen wir es mit diesem Magiespezialisten weg. Und retten dann oben. So, du da. Was willst du hier eigentlich machen? Tut mir nicht gefallen. Was? Hat sie doch erschaffen. Oh, ich sehe gerade, sie hat sogar schon die nächste Reihe an Herzen. Nicht schlecht. So, wollen wir erstmal hinten schnell die Burg noch einnehmen. Da ist noch eine Fee. Besiege König Bulblin. Zu viel zu tun hier. So, die muss jetzt einnehmen. Ja. Zwei motivierte Exalfos. Das kann nicht mehr so motiviert, Leute. Retten. So, und direkt noch ein Special hinterher. Das ist doch gar nicht wie in Zelda. Echt mal. So, Mission geschafft. So, haben wir uns ein paar Kampfwiederholungen geöffnet. Damit habe ich jetzt zumindest schon mal verhindert, dass noch mehr Gegner auftauchen. So, wer ist da hinten? Wer blinkt da hinten rum? Ah ne, ich muss den König Bulben noch besiegen. Ich glaube, zuallererst gehe ich erstmal da oben hin und rette meine Basis. Weil die laufen gerade so ein bisschen zu nah an meinen... Ach, das ist ein Magus. Und da sind Hühner. Und da ist alles. Der Magus hat Hühner gerufen. Nein, Magus, tu doch sowas nicht. Hallo, willst du mal stehen bleiben? Hallo, mit dir kämpfen. Holy. Hier ist aber auch gerade wieder schön zur Seite. Ich mache mal keinen Schaden mache. Na gut, dann lasse ich den mal in Ruhe. Und halte jetzt mal diesen Magus auf, der ihm die ganze Zeit die Hühner um den Kopf wirft. Markus. Ja, Markus ruft hier mit Hühnern. Was haben wir denn? Ach, hier ist König Bulblin. War nicht eben noch woanders? Ja.
Gut, und jetzt haben wir ihn auf unserer Seite wieder mal geholt. Müssen nur ein bisschen verprügeln. Oh Gott, das ist nicht noch mehr Hühner. Stop that Hühner-Shit. Ich möchte gerade nicht so unbedingt gegen Hühner kämpfen. Markus tot? Ja. Oh, die Hühner gehören jetzt zu mir. Finde ich gut. So, hätten wir das auch mal eingenommen. 8 Minuten 40. Wofür ist diese eine Feder noch da? Nehmen Sie mal sicherheitshalber mal mit. Wahrscheinlich dafür für den Fall, wenn man einen von den Dingen da, von den Feenjägern mal nicht erwischt. Auch eine Muskade. Sei doch nicht immer in Gefahr. Die Muskade wurde vertrieben. Die Muskade wurde vertrieben. Meine Güte, Leute. So, nehmen wir mal die Fee mit. Ich noch mal dem Exhalfos aufs Maul hauen. Oh Gott, was ist denn hier wieder los? Stoßtruppen bis zum geht nicht mehr. So, einer da einmal weggeschoben. Ich kann keinen Schaden machen. Lass ihn mal in Ruhe. Ich bin mal gnädig heute. Ich lasse ihn leben. Jo. Heute bin ich gnädig 666 und so. Schauen wir mal, dass ich einfach so durchkomme. So, eingenommen und weiter geht's. Eingenommen und weiter geht's. Ganz genau so. Wenn ich trotzdem noch ein paar Chaos für den A-Rang brauche. Könnte ich hier ein Herzteil finden? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich nehme mal sicherheitshalber mal die Festung hier auch noch ein. Hier sind Stoßdruck von mir und die haben noch nichts geschafft. Was macht ihr eigentlich hier drin, Leute? So ganz ohne mich. Genau, eingenommen und weiter geht's. Fast den Kommandanten erwischt. Na, ah, gab doch wirklich was. Okay. Ein Herzteil. Yes. Aber ich glaube, hier gab es gar nichts für einen A-Rang. Ich glaube, das war nur das für C-Rang Kostüm für Lana. Wollen wir trotzdem, oder versuchen wir trotzdem A-Rank rauszuholen. So. Einfach schön viele Gegner umhauen. Ich würde auch mal gerne wieder auf dem Agorok reiten. Ich weiß nicht, ab und zu funktioniert es und ab und zu funktioniert es nicht. Leider eher, es funktioniert eher nicht, als dass es funktioniert. Mit dem Ritt auf dem Drachen. Da noch ein paar Gegner weg. So, und den Rest holen wir uns oben mit Pyroma. Ich hoffe, die Festung ist nicht abgeschlossen. Hm.
So. Hallo Pyroma. Ich hab hier einen Huhn für dich. Ja, das Huhn hat gerade gut was abgemacht. Erwischt. Das war aber gut erwischt. Roma? Glaube ich, habe ihn nicht so ganz erwischt. Doch, habe ich ihn. Na, mein bisschen Schaden macht das. Hallo Goma. Ich kann ja so die ganze Zeit meine Viecher rufen. Macht auch Schaden. Wow. Und einmal nochmal draufhauen. Wo bin ich jetzt hingefallen? Aufs Maul. So. Ja. Ich habe fast was getroffen mit der Tacke. Minimal. So. Mission complete. Geschafft. Ohne Probleme. Ne? So, und was Neues zum Anziehen für Lana. Hat ja so wenig. Weil da bräuchte es hier eigentlich eher was zum Anziehen. Hm. Hühnchen-Overkill. Hat's für einen A-Rang gereicht? Yes. Wieder viel zu viele Waffen. So. Standard Twilight-Kostüm für Lana. Hm. Können wir gleich mal schauen, wie das aussieht. Ah, damit komme ich da unten hin. So, schauen wir uns kurz mal das Kostüm mal an. Warte mal. Nicht unbedingt das schönste Kostüm. Nee. Was haben wir hier? 400 Feinde in 10 Minuten. Ich muss keinen benutzen. Ah, und hier muss ich graben. Dann habe ich keine Grabklauen. Ist. Ist das Zelda oder Sia? Für den, wie da was ist. Ich glaube, es ist Sia. Oder? Nee, das müsste Zelda sein. Ja, doch, stimmt. Jetzt im Stream sieht man es viel besser. Meiner Fernseher ist leider ein bisschen zu dunkel manchmal. Aber im Stream sehe ich, es ist eindeutig für Zelda. Machen wir jetzt mal das hier. Und benutzen jetzt endlich mal die wahre Midna. Muss jetzt auch mal so langsamer Zeit sei dafür sein. So, was kannst du eigentlich? Schick. Yeah.
Jo. Sieht schon mal ziemlich cool aus bisher. Hier. Bom. Ja, schade. Ich ist jetzt im Moment ausgelaufen. Was ist das nur für ein Special? Jo. Ah, und das ist das, was dann... Das, was sich halt auflädt. So, kaum Schaden, aber gut, ist ja noch relativ schwach. Wow, wie viel Schaden ich mache. Jo. Darf's gerne wieder runterkommen. Danke. So, Goma, du darfst gerne deinen Laser machen. Hauen wir nochmal drauf. So, hauen wir jetzt halt da Dunkellana noch aufs Maul ein bisschen. So. Dann ignorieren wir jetzt mal Goma oder versuchen es zumindest. Goma ignorieren ist leider mal so eine Sache. Doch, aber ihre Attacken gefallen mir schon mal sehr gut. What the fuck? Ja, ihre Attacken gefallen mir wirklich sehr gut. Wenn ich fast tot bin. Hallo Goma. Tschüss Goma. Geräusche von Midna. Ja, ein weiblicher Link. Dieser Attack ist ziemlich krass. Einfach mal eben so eine riesen Kanone hier rufen und bam, bam, bam. Ach, guck mal, schon wieder hinter mir. Guck mal, lass das doch. Willst du nicht. Schon fertig. Gut. Gibt aber doch gleich einen interstellaren Todeslaser. Jo. Die spielt sich echt verdammt cool. Das gefällt mir sehr. Nee, viel zu viel Schaden. Auch nicht schlimm. Brauchen wir einen A-Rang in dieser Mission? Nö, nicht einmal. Hui. Warp-Portal wurde aktiviert. Ich könnte mir ja mal hier den A-Rang jetzt holen, damit wir die Mission da auch mal aktivieren. So, dann wollen wir mal mit das neue Kostüm nehmen. Kostüm. Das ist das normale. Das ist das neue. So ein bisschen rötlicher. Sieht aber auch cool aus. Hat mit einer Link wieder zu ihrem Hündchen gemacht.
So, was war hier nochmal das Missionsziel? Ja, besiege die Hauptleute. Hat wieder nicht geklappt. Meine Güte, das macht kaum Schaden bei diesem Ding. Ach ja, das war das mit dem Elite-Kreis. Elite-Kreis? Magie-Kreis. Ach, ich habe nicht gesehen, dass er das gerade aufgeworfen hat. So, ich lasse den mal jetzt in Ruhe. Ich habe ihn so ein kleines bisschen verprügelt. Hier mal Zelda müssen helfen. So, Zelda? Wo bist du? Zelda? Ah, du bist hier. Also wer eben gerade nicht da war, der hat die wundervolle Todeskanone verpasst. So Zelda, lauf. Oh. Vielleicht nicht meine Absicht, das zu aktivieren, aber gut. Kaum Schaden. Einfach. Was haben wir gerade an Herzschaden gemacht? Diese kleinen Viecher? Echt? So, du stehst erstmal nicht mehr auf. Ist ja noch mehr drin. Oh, bin ich bullblind. Na komm, schließ dich wieder mir an. Sei ein braver Bulbul und schließ dich mir an. Na komm, sei brav. Sonst verprügel ich dich noch weiter. Dann muss ich dich also verprügeln. Jetzt würde ich vielleicht wenigstens die Chance lassen, mich sich mal an mir anzuschließen. Will ich jetzt mehr anschließen? Nein, will er nicht. Okay. Dann hast du Pech gehabt diesmal. Zelda könnte jetzt so langsam endlich mal bitte loslaufen. Zelda? Willst du mal so langsam? So. Nimm noch die Burg da hinten ein, damit sie da überhaupt was bauen kann. Das ist einfach nur random den Abenteuermodus durchkloppen. Das hat hier nichts mit Story zu tun. Einfach eine Mission nach der anderen unter verschiedenen Bedingungen. Was ich ziemlich cool finde. Oh, sie ist schon da. Das ging aber schnell. Na komm. Ja. 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 Gleich hast du es geschafft. Danke. So, hinten wieder alles ausgelöscht. Das gibt einem nebenbei auch so unglaublich viele K.O.s dadurch einfach. So, dann nehme ich auch noch einen. So. Den gibt du jetzt endlich mal.
Hab ich ja gerade voll vernachlässigt. So, diesmal mache ich es richtig. Jetzt gehe ich direkt den Magus besiegen, anstatt die ganze Zeit mich von diesem dummen Vieh verfolgen zu lassen. Okay, 5 Minuten haben wir erst. Hallo Dunkel Exalfos, tschüss Dunkel Exalfos. Ich habe letztes Mal gar nicht gemerkt, dass hier irgendwo ein Magus rumläuft, der mir die ganze Zeit das Vieh mal wieder beschworen hat. Ist der Magus hin? Hier nicht eben noch ein Magus drin? Ist der rausgelaufen? Hier ist der Dunkel Exalfos. Moment. Ach, der ist da unten gespawnt. Okay. Ich hab nichts da oben gesehen. Da ist er. Diesmal aber richtig. Bevor mich dieser dumme, dunkle Xalfos wieder ewig weit verfolgt. So, komm mal her. So. Nehmen wir den Bock noch nebenbei ein, wo wir gerade hier sind. Jetzt gehen wir den da unten noch besiegen. Irgendjemand ist da unten ziemlich angeschlagen. Wie auch immer das war, ich habe ihn gerettet. Oh. Und die haben schon fast die ganze Arbeit erledigt. Warum komme ich überhaupt hierher? So. Ich bin tot. Fertig. Und dann holen wir uns die Fee. Und dann sind wir der Pyroma fertig. Diesmal ganz ohne Dunkel Exalfos, der uns ständig in den Rücken fällt. King, das ist in der Mitte, Alter, nur so schnell. Nehmen wir mal eben die Burg ein. Ja. Ist ja ein bisschen schlecht, wenn sie mit Alter so gehen würde, dass einfach nur eine Person mal eben die Burg reinlaufen müsste. Tötet 10 Soldaten und die Burg ist eingenommen. Hallo, Kommandant. Tschüss, Kommandant. Wobei, ich töte ja nicht nur 10 Soldaten, ich töte ja unter anderem... Vielleicht gehen die ja deswegen auf. Das ist so, als würde ich jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, ins Weiße Haus laufen, Obama töten und dann bin ich der Präsident von Amerika. Oder USA, besser gesagt. Muss nicht sein. So. Wo ist denn unser lieber Pyroma? Hier. Nein. Das ist eine Grabscher von mir. Und auf dem Gesicht. Ist das etwa nicht so? Für gewöhnlich eigentlich nicht, glaube ich. Warum kriege ich aufs Maul von mir? Was gefällt mir besser, Hyrule Warriors? Bei weitem. Hyrule Warriors hat einfach eine viel bessere Langzeitmotivation, als Pirate Warriors es je machen konnte.
Und die DLCs bei Pirate Warriors sind viel, bei Hyrule Warriors sind viel besser als in Pirate Warriors. Und viel billiger vor allem. Wegen dem Satz wird mein PC jetzt von der NSA strengstens überwacht. Okay, Zeit habe ich noch mehr als genug. Sowas nicht. Au. Das könnte schon wieder ein bisschen zu viel Schaden gewesen sein. Und vorbei. Ich hoffe, das war jetzt wirklich nicht zu viel Schaden. Ich meine, ich habe vorher nicht zu viel genommen. Yes! Herbstteil! Ich habe auch eben gesagt, dass ich Hyrule Warriors besser finde. Ich finde es auch schön, dass die Gegner hier teilweise zwei Materialien fallen lassen. Sehr praktisch, wenn man was braucht. Yo. Zu viel Flugfesseln. Bumerang Plus. Okay. Na dann. So, und damit hätten wir jetzt auch die Mission. Schlacht der treulosen Truppen. Wir müssen sogar das Portal benutzen. Na dann. Gucken wir uns mal diese treulosen Tomaten mal an. Oh Gott, motivierte Nimbus-Garn. Wie viel Schaden macht der denn? Soll eine Jan-Schelle machen? Das ist eine Jan-Schelle. Man würde den Arm so heben. Ich denke, die Mission hat eigentlich keine Belohnung und... Ja, machen wir mal eine Mission, wo man auch wirklich weiterkommt. Die lassen wir jetzt erstmal. Was war das nochmal? Ah, die Krabben-Minus-Quarter. Das da kann ich mir jederzeit... Ein Kompass holen. Ich merke gerade, ich habe da den... Dings gar nicht. Nehmen wir mal das Zauberbuch wieder. Ich hab da das Herzcontainer noch gar nicht. Holen wir uns den Herzcontainer und einen Kompass. Mal wegschieben. Und dann wollen wir mal. Ich bin überhaupt erwischt.
Ja. Ich kann ja nachher wieder mal ein bisschen was mit der Ware mit einer Stimme auch gerne selbst noch ein bisschen ausprobieren. So. Alles hier weghauen. Und haben wir den da unten auch noch schnell weg. Ich muss um das Buch trauern. Wieso das denn? Das ist so eine schöne Waffe. Sind wir denn hier geflogen? Nein, du machst nichts. Die Krabbel nimmt jetzt da oben fest.